Die ID-Slips eignen sich für Patienten, die an mittlerer bis schwerer Inkontinenz leiden und sind in verschiedenen Größen sowie unterschiedlichen Saugstärken erhältlich. Dieses Inkontinenzprodukt ist für Patienten mit eingeschränkter Mobilität oder Bettlägerigkeit geeignet. Das Hygieneprodukt ist ordnungsgemäß anzulegen, um sowohl den Tragekomfort als auch den Schutz für den Anwender zu gewährleisten. Falten Sie das Inkontinenzprodukt auseinander. Bitte achten Sie darauf, es beim Öffnen nicht zu schütteln. Dies kann dazu führen, dass die gleichmäßige Verteilung des Saugkerns eingeschränkt wird und das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß zu verwenden ist. Sollten Sie den Patienten vor Anlegen des Inkontinenzproduktes eingecremt haben, ist es zudem wichtig, dass Sie die Produktinnenseite nicht berühren, da ansonsten die Flüssigkeitsaufnahme eingeschränkt werden kann. Falten Sie das Inkontinenzprodukt so, dass in Längsrichtung eine Art Schiffchen entsteht. Dieser Vorgang ist wichtig, um das Auslaufen zu verhindern und die Auslaufbarrieren zu aktivieren. Drehen Sie den Patienten vorsichtig auf die Seite und sichern Sie diese Position, indem Sie, wenn möglich, das obere Bein anwinkeln. Schieben Sie das Produkt von vorne nach hinten zwischen die Beine des Patienten und halten Sie es dabei in Längsrichtung gefaltet. Halten Sie das Ende des ID-Slips in einer Hand und schieben Sie die andere Hand zwischen den Oberschenkel des Patienten, um das Inkontinenzprodukt zu greifen. Anschließend ziehen Sie es vorsichtig heraus. Richten Sie den ID-Slip von vorne nach hinten aus. Bitte ziehen Sie das Produkt nicht nach hinten, um es auf den Bereich der Blasenentleerung auszurichten, da die Position sonst verschoben werden würde. Zur Erleichterung der Positionierung des Inkontinenzproduktes schieben Sie die Haut an der Innenseite der Oberschenkel leicht zur Seite. So schaffen Sie den nötigen Platz. Richten Sie nun das Produkt direkt auf den Bereich der Blasenentleerung aus und halten Sie die Position des Saugkissens. Falten Sie das Inkontinenzprodukt auseinander, um es flach auf dem Gesäß des Patienten zu platzieren, wobei der elastische Auslaufschutz unterhalb der Gesäßfalten liegen sollte. Mit diesem Schritt werden die Auslaufbarrieren aktiviert. Stellen Sie mit Hilfe des Nässe-Indikators sicher, dass das Inkontinenzprodukt mittig an der Wirbelsäule ausgerichtet ist. Schieben Sie die seitliche Lasche des Produktes zwischen die Matratze und den Patienten und achten Sie darauf, die Position des Inkontinenzproduktes dabei nicht zu verändern. Drehen Sie den Patienten wieder auf den Rücken. Prüfen Sie dabei, dass die seitliche Lasche auf der gegenüberliegenden Seite gut greifbar ist. Richten Sie das Inkontinenzprodukt nach vorne aus, damit der Auslaufschutz ordnungsgemäß zwischen den Leistenbeugen sitzt, ohne gedehnt zu werden. Gestraffte elastische Gummibänder können den Patienten verletzen und den Auslaufschutz einschränken. Zur Erleichterung dieser Bewegung schieben Sie die Haut an der Innenseite der Oberschenkel in Richtung der Außenseite des Produktes. Befestigen Sie das Inkontinenzprodukt sicher, ohne an diesen zu ziehen. Platzieren Sie die unteren Laschen so, dass die Oberschenkeloberseite frei bleibt und Positionsänderungen möglich sind. Durch diese Ausrichtung werden ein unangenehmes Tragegefühl für den Patienten oder Verletzungen in diesem Bereich vermieden. Befestigen Sie anschließend die oberen Laschen, indem Sie diese nach unten ausrichten, um den Hygieneschutz am Rücken des Patienten zu fixieren. Durch diesen Schritt kann das Inkontinenzprodukt gut an die Körperform des Patienten angepasst werden und es wird ein Verrutschen verhindert. Die Laschen können mehrmals neu ausgerichtet werden. Verschiedene Aspekte, die bei korpulenten Personen zu beachten sind. Um das Anlegen des Inkontinenzproduktes von vorne nach hinten zu erleichtern, sollten Sie sich mit dem Produkt an der Linie zwischen Leistenbeuge und Beckenkamm orientieren. Gleiches gilt für das Befestigen. Wenn sich dieser Schritt problemlos gestaltet, kann das Inkontinenzprodukt ohne weiteres befestigt werden. Zur Ausrichtung des Inkontinenzproduktes und Erleichterung dieser Bewegung schieben Sie die Haut der Oberschenkelinnenseite leicht zur Seite. So schaffen Sie den nötigen Platz. Richten Sie das Produkt auf den Bereich der Blasenentleerung aus. Um Zugriff auf die seitliche Lasche des Hygieneschutzes zu erhalten, verlagern Sie den Patienten leicht auf die Seite und ziehen Sie die seitliche Lasche vorsichtig zu sich. Drehen Sie den Patienten vorsichtig wieder auf den Rücken. Die Klebchen müssen immer im Bereich des Beckenknochens liegen, um zu gewährleisten, dass das Produkt gut sitzt. Sitzen die Klebchen auf dem Bauch, ist in der Regel das Inkontinenzprodukt zu groß und sie können bei einem Positionswechsel Unwohlsein beim Patienten hervorrufen. Tatsächlich hat der Unterbauch in einer sitzenden Position nicht das gleiche Volumen wie in einer liegenden Position oder im Stehen. Wenn die Laschen am Unterbauch befestigt sind, kann dies zu einer Überdehnung, einem Verschieben nach hinten und letztendlich zu einem Auslaufen des Hygieneschutzes führen.
Befestigen Sie deshalb die oberen Laschen, indem Sie diese nach unten ausrichten, also unterhalb des Unterbauchs, um das Inkontinenzprodukt am Rücken des Patienten zu fixieren und so das Beibehalten der Position zu gewährleisten. In der verengten Fötusstellung stehen die Laschen durchgehend unter Spannung und können leicht zu Hautläsionen führen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Position der Knochenvorsprünge des Patienten bei der Platzierung zu beachten, um zu wissen, wo der Hüftknochen liegt. Dadurch passen sich die Laschen besser an die Haltung des Patienten an und sorgen weder für Unwohlsein noch für Hautläsionen.